Skateboard 7 Jahre produziert bei meinem Homeboy Checker. Let's go, Alter. Checker, ein Megatalent auch. Sieben Jahre meines Lebens einfach so verschenkt. Wegen dir bin ich ein toter Mensch. Muss zum Psychiater, um meine Seele zu reparieren. Meine Eltern leiden, denn sie wissen, es ist wegen dir. Hab es noch nie gesagt, hab's nicht mal aufgeschrieben. Leb in der Lüge weiter, bewahr zu Hause Frieden. Kann mich erinnern, wie die Kleine mit 2, 3 Jahren weinte, denn neben ihrem Schädel zerplatzte die erste Glasscheibe. Ich war 21, als du in mein Leben tratst. Nicht mal ein ganzes Jahr später war unser Baby da. Ja, ich war ein Oh Mann. Ich kenne die Geschichte natürlich. Sorry, dass ich essen muss, ey. Sorry. Das ist mies Gänsehaut, weil ich die Story natürlich kenne und vieles über die Jahre immer mitbekommen habe. Der redet wahrscheinlich von der Beziehung mit der Dame, wo es dann halt nicht mehr geklappt hat, wo er ein Kind aus der Beziehung hervorkommt, sozusagen. Ein Macho, der sich nichts sagen lässt. Wollte nichts von Liebe hören, wurde schon einmal hart verletzt. Ich war nicht wirklich gerade in unserer Anfangszeit. Keinerlei Erfahrung mit Bitches und all dem anderen Scheiß. Hab mich nur kurz darin verloren, doch hob die Scherben auf. Am 7. Januar 2013 wurde mein Herz geklaut. Ich war verliebt wie nie zuvor in meinem ganzen Leben. Bereute vor Allah, wollte für die Kleine alles geben. Yeah, doch die Dämonen, die hassen mich. Und mit jedem Tag wird mir nur bewusster, wie krank du bist. Hattest eine schwere Kindheit, sie nennen es Borderline. Deine emotionale Erpressung überfordert ein. Will ich die Trennung, drohst du mir damit, dich umzubringen. Du eskalierst, doch ich bleibe ruhig vor unserem Kind. Kann sie nicht alleine lassen mit einer Labie. Boah, das ist viel Info. Ich muss mal zwischendurch gucken. Also, ich wollte nur sagen, der Track ist hart. Spricht mir auch aus dem Kopf. So, ich habe ja auch solche Kopfhicks. Ich meine, wer nicht, das wollte ich euch gerade fragen. Könnt ihr mit diesem Kopfhick was anfangen? Was da passiert, dass du verlässt jemanden und der droht dir mit Selbstmord. Das passiert meistens eigentlich umgekehrt. Eigentlich machen die Frauen immer Schluss und der Mann sagt, ja, ich bring mich um und Maskulinitätsteil. Ich spring vom Fenster oder noch besser, ich bring dich um und ich bring mich um danach. Also, das ist ein emotionaler Druck, Alter, das ist sehr, sehr wild. Bleibe ruhig vor unserem Kind, kann sie nicht alleine lassen mit einer labilen Frau. Also bin ich da geblieben, gab die wahre Liebe auf. Meine Worte klingen hart, weil ich sie jahrelang geschluckt hab. Siehst du, was der Druck macht? Ich muss rausgehen. Hab mich jahrelang bestraft, ab jetzt ist mir scheißegal. Ich bitte nochmal zu diesem Foto zurückgehen. Ab jetzt ist mir scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Für dich wird alles schön bezahlt, denn du bist ja nicht normal, aber ich will auch leben. Wann hast du mich jemals gefragt, was für Träume ich noch hab? Kannst du's einmal aufsehen? Ich schenk dir kein einziges Jahr mehr. Ich muss da rausgehen. Sag, wie viel Last können wir tragen, bis wir dran zerbrechen? Ich will mein Leben nur zurück, du musst mich halt vergessen. Dich interessiert bei diesem Ding nur, was die anderen denken. So als wäre ich eine scheiß Trophäe und kein normaler Mensch. Wollte eine kranke Psyche heilen, doch wurde selber krank. Blicke in den Spiegel, aber seh nicht mehr denselben Mann. Panikattacken, die mich plagen, weil ich nicht bei ihr bin. Wenn es eskaliert, interessiert dich nicht mal ein kleines Kind. Ich war schon so oft kurz davor, dich zusammenzufalten. Doch einer von uns beiden muss seinen Verstand behalten. Boah, okay, krass, krass. Ja, es ist halt so, ne? Hast du mit so einer toxischen Beziehung, ohne dass ich es jetzt wertend gemeint ist, in welche Richtung, so sehr stecke ich da nicht drin, aber es ist jetzt auch seine Sicht der Dinge. Aber wenn daraus noch ein Kind entsteht, was eigentlich eine schöne Sache ist, wenn das dann in die Brüche geht, dann nutzen leider der eine Part, der andere Part, jener jeweils dies als Druckmittel auch. Es ist sehr schäbig. Da musst du echt vom Charakter stark bleiben eigentlich. Das ist sehr schäbig, aber es ist eine krasse Story. Während mit dir die Prüfung meines Lebens kam, folgten alle anderen einfach ihrem Karriereplan. Kam nicht mehr mit, weil mein Zuhause Energie verbraucht. 24-7 intensiver Rausch. Hab mich gehasst, weil ich dir 100-mal verzeihe ohne Sinn. Bin ich kalt wie viele andere? Nein, ich scheiß nicht auf mein Kind. Mach jetzt einfach nur mein Ding. Möchte wissen, was mich hinter neuen Türen erwartet. Geh dran kaputt, wenn ich nicht für mich da bin. Die Leute fragen, warum ich nicht in der Villa wohne. Natürlich lass ich sie und meine Kleine in der Villa wohnen. Das Ding gehört mein Mädchen. Sie hat meinen Traum. Ist das jetzt die Villa, die der hier in Berlin sich geholt hat, oder was? Krass, Alter. Bro, ey, PA, ey, 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 Bro. Sind wir jetzt noch Cousins oder nicht mehr, seit du reich bist? Lan, wo ist mein Rolli? In der Villa wohnen, das Ding gehört mein Mädchen, sie hat meinen Traum verdient. Ganz kurz, sorry, ich muss mir das Haus jetzt mal angucken. Ich lass ich sie und meine Kleine in der Villa wohnen, das Ding gehört mein Mädchen, sie hat meinen... Ey, mit dem neuen, Das ist doch der neue Beamer, oder?
Sorry, dass ich bei so einem deepen Track jetzt so materialistisch bin, aber das ist... Traum verdient, schön und idyllisch, aber ich bin wieder auf der Street. Unsere Pläne sind nicht aufgegangen, aber eines Tages komm ich zu Hause an. Ich muss rausgehen, hab mich jahrelang bestraft, ab jetzt ist mir scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Boah, ist schon hart, ist Gänsehaut. Michael, halt's Maul, lass mich in Ruhe, ja? Ich kann diese Filme machen, so viel ich will. Ja. Ey, ich bin hier bei Mel WG Lifestyle auf Couch. Er hat Villa mit neue Siebener. Also wenn euch das nicht... Macht diese Donation, Mann, ein Maniac. Macht doch ein Subs. Macht doch ein Sub Stufe 2. Er sagt halt, es ist mir jetzt auch scheißegal, auch wenn du drauf gehst. Also das, der Track ist krass, der baut sich auf, langsam wird stärker und irgendwann hörst du, wie er wirklich auf alles scheißt. Das ist typisch PA, Mann, der kann das halt. Ne? Für dich wird alles schön bezahlt, denn du bist ja nicht normal, aber ich will auch leben. Mann, hast du mich jemals gefragt, was für Träume ich noch hab? Kannst du es einmal aufzählen? Ich schenk dir kein einziges Jahr mehr. Ich muss da rausgehen. Hab mich jahrelang bestraft, ab jetzt ist mir scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Für dich wird alles schön bezahlt, denn du bist ja nicht normal, aber ich will auch leben. Hast du mich jemals gefragt, was für Ach, danke für diesen Teppich, Brudi. Träume ich noch ab, kannst du es einmal aufzählen? Ich schenk dir kein einziges Jahr mehr. Ich muss da rausgehen. Sehr, sehr nice. Wow. Wow. Ja, solche Songs sind wirklich PAs. Stärke und ich finde auch gut, der hat ja das neue Album, heißt ja genauso wie sein erstes oder sein zweites, also auf jeden Fall eins, das er schon hatte. Nee, sein erstes auf keinen Fall, aber Streben nach Glück heißt es wieder. 10 Jahre Streben nach Glück und ja, der weiß, wie man das macht. Alben, der Palm ist ein Albumkünstler und das ist halt, gibt's nicht mehr. Einfach geil, ich hätte gerne das Album jetzt schon. Okay, dann rufe ich gleich Pierre an, dass er mir die Master schickt. Ey! Kam doch was. Ach so, ihr verarscht mich. Erfüllt mein Herz mit Oh, da kam noch was. Ich habe irgendwie so. Sorry, Leute, ich habe gerade noch gedacht, das ist einfach nur Trailer. Ich muss doch. Sorry. Das ist Schmerz. Gute Kunst ist schmerzhaft. Ich habe dir mit dem Song, den du soeben gehört hast, einen sehr emotionalen Einblick in mein Gefühlsleben gewährt. Musik ist mein Ventil und alleine der Gedanke daran, diesen Schmerz für 3 Minuten mit der Welt zu teilen, erfüllt mein Herz mit Hoffnung. Mir ging es in keinem Moment darum, irgendwen zu diskreditieren, zu verletzen oder öffentlich zu verurteilen. Ich bitte dich darum, das zu respektieren und diese Kunst auch so wahrzunehmen. Danke. Sehr geil. Sorry, sag ich nicht, weil wir Cousins sind. Wann hat Pierre enttäuscht? Pierre enttäuscht einfach nicht. Geiles Video auch. Shoutout an One Take. Produziert bei Checker. Hast du nicht gut gemacht. Nein, Spaß. Absolute Gänsehaut.